deutliche Reduktion. Vor allen Dingen, wenn Sie jetzt dieses untere Bild mit dem oberen vergleichen. Was folgt daraus? Die Produktivität hat sehr wohl was mit der Dynamik zu tun. Wenn ich diese Daten jetzt beziehe auf das durchschnittliche Maximum, was da rauskommen sollte, nämlich die 3,5, 1 plus 6 geteilt durch 2, die 35 bei 10 Würfen, dann haben Sie hier unten nur noch 19 im Schnitt gehabt. Sie können das durch die gezeigten Reduzierungen steigern auf 24, auf 33. Sie werden nie ganz hochkommen, solange Schwankungen da sind. Ich kann es nicht lassen, ein bisschen Mathematik muss sein. Ich will es Ihnen nur zeigen. Das hier ist nochmal das, was ich vorhin als Produktivität definiert hatte, nämlich dieser sogenannte Flussfaktor. Da stand im Zähler die gesamte Durchlaufzeit bezogen auf die wertschöpfende Zeit. Sie erinnern sich. Und die gesamte Durchlaufzeit setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, nämlich die wertschöpfende Zeit plus die Summe aller Wartezeiten. Wenn Sie das auseinanderziehen, dann kriegen Sie hier vorne die 1 plus diesen Faktor. Und wenn Sie nun diesen sogenannten Flussfaktor als Funktion der Produktivität oder Effizienz auftragen, das ist diese Skala hier, dann sehen Sie solche Hyperbeln. Und Sie sehen schon sehr deutlich, dass so bei 50-60% Produktivität durch die Schwankungen die Linien stark streuen. Je weiter sie hochgehen, desto stärker streuen sie. Hier wird auch die Illusion gekippt, man könnte Systeme, die auch nur ein bisschen dynamisch sind, mit 100% Effizienz betreiben. Das geht nicht, weil die Kurve läuft ins Unendliche. Das bedeutet, die Warteschlangen werden unendlich. Der theoretische Teil dahinter ist die Warteschlangentheorie. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Was kann man tun? Was häufig getan wird, was aber extrem kontraproduktiv ist, ist diese Liste und die ist nicht vollständig. Der Kunde ruft an, der Auftrag ist zu spät. Zunächst mal ganz sachte und harmlos beim Sachbearbeiter. Der verspricht ihm dann, ja, das wird dort und dort gemacht und so weiter und so fort. Zunächst ist er zufrieden, aber der Termin verstreicht und es ist nichts, keine Lieferung erfolgt. Dann ruft er den Geschäftsführer an und der meint, jetzt dem Kunden was Gutes tun zu müssen und greift willkürlich in diese Abfolge ein. Er hilft diesem einen Kunden in der Tat. Da aber dieses System an der Auslastungsgrenze fährt, verursacht er die Verzögerungen von morgen mit dem gleichen Aktion. Weil er kann den einen Auftrag nur vorziehen, indem er andere nach hinten schiebt. Geht nicht anders. Oder eine andere irrige Theorie ist, häufig vertreten von Leuten, die so Fertigungsprogramme planen, wenn ich denen nur genügend Arbeit gebe, dann werden die das auch schaffen und durchsetzen. Ist halt nicht so. Sie würden Ihr Auto auch nicht auf eine höhere Leistung bringen, indem Sie den Tank voll machen. Es ist zwar notwendig, dass es fährt, ein gewisser Inhalt muss im Tank drin sein, hat aber mit der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs nichts im Geringsten zu tun. So genau ist es hier auch. Sie müssen ausreichend Aufträge zur Verfügung stellen, damit die Anlage ausgelastet ist, aber auf keinen Fall mehr. Oder Arbeitsgänge zu beginnen, obwohl man weiß, dass man sie nicht zu Ende führen kann, weil noch ein Teil fehlt oder weil eine Vorrichtung defekt ist. Es macht überhaupt keinen Sinn, diese Sachen anzufassen. Oder, was ich gerade eben schon mal beschrieben habe, seien Sie vorsichtig, überzogene Anforderungen an die Produktivität zu stellen. Ich werde da nachher noch mal zurückkommen. Die Verhältnisse in den logistischen Systemen werden dann extrem unlinear. Und nur eine geringe Veränderung dieser Vorgabe, die dann aktiv
durchgesetzt werden wird, führt zu einer Masse von anderen Problemen. Und ich denke, die Auswertung in den drei Szenarien zeigt es ganz deutlich. Es hilft Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie den Mittelwert von irgendwas kennen. Sie müssen eine Ahnung haben, wie die Verteilung aussieht. Sonst können Sie nichts damit machen. Was kann man stattdessen wesentlich besser machen? Auch diese Liste ist jetzt nicht notwendigerweise vollständig und auch allgemein formuliert. Im Einzelfall können da noch Dinge auf den Tisch kommen, die hier gar nicht stehen. Oder andere, die hier stehen, sind dann nicht relevant. Wie immer, man tut gut daran, die Ursachen zu verstehen. Es gibt vielfältige Konzepte im Zusammenhang mit Lean Management, Six Sigma, und Sie kennen diese ganzen Stichworte und Programme, die da zunächst mal helfen. Meiner Meinung nach gehen Sie dann in diese Sphäre doch nicht rein, weil das ist nun mal ein ganzes Stück anspruchsvoller. Aber sie helfen natürlich, sie sind auf jeden Fall sinnvoll. Man muss sich mit ein paar Methoden der Statistik halt in Gottes Namen auseinandersetzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe das auch lange probiert, ohne Statistik auszukommen. Es ist mir letztendlich nicht geglückt. Es ist aber auch nicht so schwierig. Man muss da mal einen Einstieg finden. Und Schwankungen, deren Ursachen man kennt, um Gottes Willen abstellen. Es bleiben da noch genügend übrig, die Sie nicht abstellen können. Sie müssen in realen Systemen mit Schwankungen leben. Aber Sie müssen auch dafür sorgen, dass die in bestimmten beherrschbaren und bekannten Grenzen bleiben. Das führt aber letztendlich dazu, dass Sie alle zur Verfügung stehenden Informationen nutzen, um vorausschauend zu arbeiten. Und in der Regel haben Sie in Ihren Unternehmen sehr viele Informationen, die den Zustand morgen, übermorgen, nächste Woche schon ganz gut beschreiben. Dann nutzen Sie es doch auch. Wenn Sie heute merken, dass Sie nächste Woche auf einen Auftragsberg zulaufen, dann ist es allemal besser, heute zu reagieren, als bis zu warten, bis der wirklich in der Fertigung angekommen ist und dann zu staunen, hui, was haben wir heute für viele Aufträge. Ich habe das jetzt etwas plakativ ausgedrückt, vielleicht auch etwas schwarz-weiß, die reale Welt vermutlich liegt irgendwo da dazwischen, aber nur mit diesem proaktiven Denken und der Ausnutzung dieser Methoden werden Sie mit dem Problem umgehen können, das zu den anspruchsvollsten gehört. Was kann man tun? Den ersten Schritt habe ich hier schon beschrieben. Die Schwankungen vermeiden. Dort, wo Sie